vorhanden. Wenn jemand Buffs möchte, dann fragt der Buff oder Buff mich. Das ist doch kein Satz, Leute. Auf sowas reagiere ich zum Beispiel gar nicht, wenn ich mit meinem Ringmaster unterwegs bin. Wenn natürlich jemand ankommt und sagt, hey, kannst du mich vielleicht kurz mal buffen, bitte, dann mache ich das gern. Wenn jemand sich die Zeit nimmt, einen anständigen Satz zu formulieren, nehme ich mir auch die Zeit, ihn zu buffen. Ansonsten aber nicht. Also Leute, einfach mal ein bisschen netter zueinander sein. Und auch aufpassen, dass man Sätze bildet und nicht nur irgendwelche Worte in den Raum wirft. Dann wird das hier wieder ein gutes Spiel. Denn man muss doch mal ehrlich sagen, das Spiel geht den Bach runter, wenn es das nicht schon längst ist. Die ziehen wir hier mal an, plus 1. Zu den Upgrades erzähle ich später was. So, Puk Puk bekommt das Maul. Und wir sind Level 6, wenn er dann tot ist. So. Jetzt noch ein Level. Dann haben wir hoffentlich eine Folge zusammen. Oder zwei. Mal sehen. Bück, 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 ruft's aus dem Wald. Naja, egal. Ich möchte mich auch mal bedanken für das positive Feedback zu meiner Probeaufnahme. Und ich hoffe, dass ihr auch weiterhin meine Videos ansehen werdet. Also nicht nur Fluff und dann Minecraft, auch den Fußballmanager, sofern das jemanden interessiert überhaupt. Das ist ja immer die Frage, wenn man sowas spielt, wer interessiert sich für Fußball? Erreicht man die Leute damit? Aber ich denke, da werde ich auch ein paar finden, denen das dann gefällt. Ja, stirb, du Sau! Ja, flüchten ist nicht. Haha. So, vielleicht können wir noch einen auf Star machen, weil die 29 sieht mir da blöd aus. 30 sieht doch besser aus. Aber erstmal den Level abschaffen. So, was haben wir hier jetzt? Nichts für uns. Wie immer. Ich habe das Gefühl, es wird hier viel mehr für weiblich gedroppt als für männlich. Und außerdem habe ich das Mikrofon etwas leiser gestellt im Vergleich zur Probeaufnahme. Und ich hoffe, dass man mich überhaupt noch hört. Also ich habe es nicht viel leiser gestellt, nur ein kleines bisschen. Also da sollte man mich schon noch hören können. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ja, dass wir hier schnell den Level abschaffen. Die Puk-Puks, naja, sind eigentlich schon wieder zu schwach für mich. Dann doch mal die kleinen Jungs verprügeln. Macht das aber dann auf der Straße nicht nach, nicht, dass da ein Junge an euch vorbeiläuft und ihr haut den einen aufs Maul. Das kann ganz schnell Ärger geben. Wenn er dann auch sagt, hier, der Bassi hat doch gesagt, wir sollen das so machen, der macht das doch auch so, dann lernt ihr mich aber kennen. Oder? Ja, du, der du dich jetzt angesprochen fühlst. Ja, erstaunt, dass ich hier mit dir rede. Ja, das dauert ja mal ein bisschen, die sind etwas stärker. Die Geräusche sind etwas dümmer. Können wir mal ein bisschen lauschen. Uns das mal näher ansehen. Mit seinem Brotmesser versucht er sich zu verteidigen. Doch er hat keine Chance gegen mein episches Schwert. Und so war er dem Tode geweiht. Und so starb er und hinterließ 23 Penya. Welch unglaublicher Reichtum. Gehen wir doch mal hinein in das Dorf der kleinen Jungs. Die Kinder des Zorns leben hier in Madrin. So, genug Spaß. Jetzt bleiben wir mal wieder ernst hier.
Hier haben wir einen kleinen Skorpion. Der stört uns nicht weiter. Der ist kein Aggro. Im Gegensatz zu dem hier. Der ist ein Aggro. Dann könnte man hier über Aggro Berlin philosophieren. Aber das ist ja... Gott sei Dank gibt es dieses Label nicht mehr. Jetzt nichts gegen die ganzen Künstler, also kann man sich schon manchmal anhören, hier Sido oder was weiß ich da noch alles, aber so an sich die Texte, das ist alles hier dieses, ja, ich bin der Coolste, ich habe den längsten, das ist doch alles Quatsch. Das sind so alles kleine Muttersöhnchen, die den ganzen Tag zu Hause sitzen, sich den Arsch abwischen lassen und dann machen sie auf coolen Gangster. Ich weiß ja mal nicht. Und sowas sollen eure Vorbilder sein. Ha! Ist ja kein Wunder, dass es mit Deutschland bergab geht. Ein Bad Damien. Ein Bad Motherfucker. Yeah. Und dann haben wir auch gleich Level 7 geschafft. Was jetzt für diese Aufnahme unser Ziel ist. Ich weiß, das ist ein ziemlich niedriges Ziel, aber wie gesagt, die erste Aufnahme war für den Arsch. Und ich hoffe, das reicht für 2 Folgen ungefähr, damit ich auch Zeit habe, neue Folgen aufzunehmen. Was ja ziemlich kritisch ist bei mir. Ja, wenn man arbeiten geht, ist das immer, da hat man nicht so viel Zeit dann. Von daher kann ich höchstens am Wochenende mal ein bisschen aufnehmen und dann muss das auch für eine ganze Woche reichen. Und wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Oder ihr, weil ihr könnt mir dann nicht zuhören, wie ich hier Scheiße laber. Aber das wollt ihr auch gar nicht, oder? Ja, ich bin noch da, Leute. Ich weiß nur gerade nicht, was ich euch erzählen soll noch. Vielleicht etwas über dieses Spiel. Es kommt aus Korea, glaube ich. Und ja, da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Man sollte es vielleicht mal ausprobieren. Ist free to play. Also wer es nicht kennt, sollte auf jeden Fall mal reinschauen. Vielleicht sind ja auch ein paar anständige Leute dabei. Es ist ja auch wirklich schlimm mit diesen ganzen Möchtegern-Kiddies, die hier hacken und hacken und hacken. Also, sie hacken, indem sie Leute fragen, ob sie ihnen ihr Passwort geben. Was ja eigentlich kein Hacken ist, sondern nur Ausnutzen von Dummheit. Bin mal ganz ehrlich. Wenn jemand auf der Straße zu euch kommt und sagt, ja, ich bin Polizist, gib mir mal dein ganzes Geld. Dann macht er das doch auch nicht einfach so. Aber wenn hier im Spiel jemand ankommt und sagt, er sei ein Game Master, dann geht ihr in eure Accountdaten. Das verstehe ich nicht. So, wenn wir uns in den Town Blinkwing. Und befördern uns in die Stadt. Es ist eine schöne Stadt, wie man sieht. So wundervoll und lieblich. Und wie detailverliebt der Entwickler hier die Pflanzen gemacht hat. Und auch die Häuser, in denen ich nicht wohnen möchte. Und hier diese ganzen vielen netten Leute. Ihr könnt euch gegrüßt fühlen, wenn ihr das jetzt hier sehen solltet. Der Lagerdepp zum Beispiel und der Ochse und Future Trance. Ja, und auch Controletti. Ihr dürft euch gegrüßt fühlen. Syntag nicht. Wir gehen nun zum Quest Office
Oder auch Questverwaltung, wie es hier heißt. Oh, was sehe ich denn da? Wir haben ein schönes Schwert bekommen. Das ist mir gar nicht aufgefallen beim Spielen. Da könnte man sehen, was das Gequatsche hier auslöst. So, dann gucken wir uns hier noch die Leute an. Ja, wen haben wir denn hier? Kennen wir da jemanden? Da kennen wir keine Sau von. Die Gilde Justice gibt's auch noch. Also die gibt's ja hier auch schon ewig. Hier mal ein bisschen Scheiße verkaufen. Wenn wir einmal hier sind. So, wie viel Penny haben wir denn? Reicht das denn, um die Lollipops aufzufüllen? Wie viel brauchen wir? 41. Mal schauen. Ja, das reicht. So, und dann holen wir uns hier mal so. Und schon haben wir ein Pet. Kann euch das mal zeigen. So, steht jetzt doof da rum, so. Ja, das ist es da hinten, da so, nicht das da. Ach Mensch. So, da. Da ist es. Cube Rabbit Spirit. Also ein Hippie-Hase, quasi. Oder was? Nun, wie gesagt, ziemlich schwul. Deswegen packen wir das auch mal ein, bevor noch jemand denkt, gehört zu uns. So, in der Green Box, die wir jetzt bekommen haben, ist ein Ori. Den braucht man, um seine Sachen aufzurüsten. Hier, dieses Plus 1 und so. Das macht man damit. So, zur Questverwaltung. Die gute Frau klickt man einfach an. Geht dann auf neue Quests und kann sich dann hier die Quests aussuchen. Wollen wir jetzt aber noch nicht machen. Wir bleiben hier einfach. Oder ich zeige euch mal, wo es hier beim Luda etwas für uns Veggies gibt. Also Veggie, Vagant, das ist hier die Klasse, die man hier noch ist. Zum Start. So. iPod-Ladegerät, na das ist doch mein Name. Also du darfst dich gerüstet fühlen, iPod-Ladegerät. Also du hast einen tollen Namen und dafür, also das muss man hier schon mal belohnen im Let's Play. Hier hat man dann die ganzen Sachen zur Auswahl. Waren. Es gibt hier Waren, die es aber nicht gibt. Ja, alles leer. Ja, Geld haben wir nicht. Deswegen kaufen wir uns nichts. So, FP brauchen wir wahrscheinlich nicht. Gut. Dann gehen wir wieder zur Questverwaltung. Und dann reicht es auch erstmal für diese Aufnahme, glaube ich, hoffe ich, denke ich. Ich weiß jetzt nicht, wie spät es ist, wie war das hier? So. Sag mir Time. Ach, Junge, Junge. Also. So. 14.43 Uhr, ja, da dürfte schon mal so 15, 20 Minuten zusammengekommen sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wann ich gestartet habe. Hätte ich mal gucken sollen, was? Ha, ich Idiot. Und ich hoffe, dass die Aufnahme diesmal wirklich funktioniert hat, sonst fresse ich hier einen Besen. Ja, einen ganzen Besen mit Ketchup. So, ich stelle mich jetzt hier hin und beende die Aufnahme und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.